Hey Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Ich befinde mich immer noch im Exnord Fortress und es geht weiter. So, genau hier haben wir aufgehört und wir haben auch schon gegen ein paar Krusionen gekämpft. So, und nein, gegen dich werde ich nicht kämpfen. Ich laufe einfach an dir vorbei. Es geht nicht. Aber das war überhaupt kein Problem. So, hier ist anscheinend niemand mehr. Bitte Passwort eingeben. Oh mein Gott, ich habe das Passwort nicht. Ololololol. Oh mein Gott, wie konnte das nur falsch sein? Gut, dann würde ich sagen, wir fahren zum unteren Untergeschoss. Unteren Untergeschoss. Okay. Ab nach unten. Untergeschoss Nummer 2. Und da werde ich das Passwort irgendwo schon finden. Hoffe ich zumindest. Und ich höre wieder die coole Musik nicht. Ey, das ist so gay. So, vielleicht will ich... Ah, cool. Gut. Ich muss nur... Was zur Hölle bist du denn? Du bist der Prof, nicht wahr? Hast du einen eigenen Namen oder bist du so ein Standard-Kursione? Du bist so ein Standard-Kursione, okay. Gut, die anderen werde ich jetzt... Gut, das werde ich jetzt nicht schneiden, weil... Das... Ja, ist jetzt eh vorbei. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein Level-Up und kann meine BP auf 25 erhöhen. Denn das habe ich vor. Yay! So, mal schauen, was sich hier befindet. Ah, den Raum kennen wir doch. Nicht wahr? Na? Ich muss sagen, die Gegner hier sind alle ziemlich lame. Kann ich hier irgendwas mit Mario tun? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in Peachs Raum. Ich glaube, das war hier. Bin mir aber nicht mehr sicher. Nee, jetzt bin ich woanders. Okay, na, ich sehe schon an der Wand, wie ich gehen muss. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen! Okay, das sind nur 3 Kästchen. So. 1, 2. So, das sollte eigentlich richtig sein. Aber man sieht es schon am Boden. Farben wechseln sich anders. Bei den Feldern, die richtig sind. Und wir halten die Schlüsselkarte. Cool. So, was ist hier? Schäfchen! Do not want. So. Nichts wie weg hier. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Ort. Ich mag das Kapitel jetzt schon ziemlich gerne. So. Da war ich schon, von da bin ich gekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter. Und schauen, was hier drin ist. Okay. What the hell? Was ist das denn? Ja? Okay, ein Teleporter. Wo bin ich jetzt? Where am I? Wo sind wir? Die Musik kommt mir sehr bekannt... Ach so. Die Rodinger Katakomben. Jetzt wissen wir, wieso diese Gangster so schnell hierher gekommen sind. Ach so. Das finde ich ja mal interessant. Toll. Warum genau haben wir die Kanone benutzt? Egal. Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hätte ich nicht einfach sofort hingehen können? Nein, bestimmt würde da stehen, diese Tür ist abgesperrt. Da bin ich mir ganz sicher. So, Wow! Hey! Not you again. So. Und was ist hier? Der Raum kommt mir nicht bekannt vor. Aha! Hier schafft ihr euch eure Monster, verstehe! Das gibt Rache. Ach, die armen Kleinen. Was auch ihr darstellt. Ihr werdet eh noch böse sein und dann werde ich gegen euch kämpfen. Stopp! Ich habe was gesehen! Zurück! Ich habe etwas Wichtiges gesehen. Und zwar hier, da kann ich bestimmt hoch, nicht wahr? Oder komme ich von da? Ich will etwas ausprobieren. So. Und hüpf! Okay, ich komme da anscheinend nicht hoch. Das ist schade. Gut, dann werde ich von da wieder rauskommen. Denke ich mal. Ansonsten habe ich auch keine Ahnung. Gut. Hier ist wieder ein Lift. Und ich habe keinen Schlüssel. Ekelhaft. Ekelhaft! So, was gibt's hier? Reihenfolge der Schalter. Links, rechts, Mitte, nicht vergessen. Aktueller Sicherheitscode 014029. Nicht vergessen. Aha, verstehe. That's interesting. Hier kann ich mich umziehen, oder was? Los, Mario, zieh dich um! Dann nicht.
Okay. Ja, finde ich interessant, nicht wahr? So, was haben wir hier? Auch nichts. Der Schalter. Links, rechts, Mitte. Nicht vergessen. Das kann ich mir eher aufschreiben, das werde ich aber nicht machen, weil ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Nicht. Ich werde es mir aufschreiben. So, jetzt habe ich eine Editor-Datei nebenbei laufen. Naja, wie dem auch sei. Und noch ein Gegner. Yay! Bingo! Oh yeah, ich habe meine BP zurück. Awesome! Na komm her, greif mich an. Oh mein Gott, du bist so lame, aber du machst 5 Schaden. Und er springt nur rum. Auf Wiedersehen. Nerd. Die hat ganze 20 Sternpunkte. Cool. Das ist fast wieder ein Level Up. Naja, wird mir auch sein. Okay, und wir halten Donnerzorn. Was wir aber nicht brauchen, oder? Doch, besser als das. Gut, gehen wir weiter. Ich habe den Code und die Reihenfolge der Schalter. Und du bist neu, du bist neu. Gegen dich werde ich jetzt kämpfen. Bam! Erster Griff erfolgreich. Hoffentlich hast du nicht zu viel. Dann bist nur einer, okay. Und du bist tot. Boah, war das ein harter Kampf. Holy shit! Aber dafür habe ich jetzt wieder ein Level Up! So, und jetzt frage ich mich, KP oder BP? BP ist auch ziemlich wichtig. Vor allem bei dem Endboss, weil ich da Power Dust benutzen werde. Setz mich auf BP. Ich meine, ich habe die wichtigsten Orden, die man braucht. Glaube ich zumindest. Und brauche nur noch KP und BP. Ab jetzt zumindest. Okay, was haben wir hier? Ein Computer, den wir nicht benutzen können, weil Mario zu doof ist. Denn Peach kennt sich anscheinend besser damit aus. Okay, was haben wir hier? Ein Buch. Die Schlüsselkarte. Awesome. Sorry, meine Mom kam hoch und wollte was von mir und... Ja, best Zeitpunkt ever. Naja, dieser Stuhl ist verdammt lang, fällt mir gerade auf. Naja, wie dem auch sei, was ich euch sagen wollte ist, das letzte Mal, als wir mit Peach hier waren, wurde auf dem Bildschirm etwas angezeigt. Das war der Bootscreen der Nintendo Famicom, der japanischen NES. Dieses... Was ich ganz interessant finde. Und das ist auch gleichzeitig die Menümusik der Nintendo GameCube. Wenn ihr die Musik der GameCube um 16 Mal verschnellert, dann hört ihr es raus. Das finde ich ganz interessant. Einfach mal auf YouTube gucken. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück. Wir haben die Schlüsselkarte und können überall damit hin. Ist das nicht schön? So. Hä? Was steht da? Aufzug, bitte mit passenden Schlüssel aktivieren. Ach, egal, vergess es. Gut, muss ich vielleicht irgendwas anderes machen? Ich habe jetzt ein Passwort, das kann ich benutzen. Und damit kann ich ja auch fahren. Gut, dann würde ich sagen, ich benutze jetzt mal wieder meinen, genau, der Fahrstuhl gehört mir, meinen Fahrstuhl. Fahre ins erste Untergeschoss und gehe dann nach rechts, wo ich vorher war, wo ich den Code nicht wusste. Jetzt weiß ich den Code endlich. Und werde ihn benutzen. Was zur Hölle machst du denn hier? Ich habe dich besiegt. Okay, dann nicht. Hä, wo ist er hin? So, das Passwort ist 0 1 4 0 2 9. Das ist fast eine Telefonnummer. So, und Ende. Yo, das Passwort ist korrekt. Und yo, ich hatte recht. Awesome. Und ich bin hier gelandet. Warum zur Hölle werde ich heute so oft angeschrieben? Mario schon eingepennt. Okay, ja, oder was bist du? Hallo. Sag, was willst du hier? Du willst in unser Rechenzentrum und brauchst den Left-Schlüssel. Nun, du wirst mit mir um den Schlüssel kämpfen müssen. Doch wenn du verlierst, ist dein Leben in ernster Gefahr. Was wirst du also tun? Kämpfen! Komm schon! Ha, vielleicht gibt es kein Entkommen mehr. Gut, dann mal los! Hey! Ich wollte mit dir kämpfen und kein Quiz anfangen. Es ist soweit. Zeit für das große Kursion-Quiz. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, so wird dein Schicksal schrecklich sein. Kommen wir zu Frage 1. Was verbirgt sich in diesem Raum? Der Liftschlüssel. Bist du sicher? Ja. Oh mein Gott, ich hatte recht. Das ist richtig. Aber die Frage zu leicht? Denk nicht, dass es so einfach bleibt. Die nächste Frage wird dich ins Verderben stürzen. Gut. Und jetzt die Frage 2. Wer wartet im Blütweiler auf Koopas Rückkehr? Auf Koopios Rückkehr? Roberto? Koopilin? Koopin? Keine Ahnung. Ah, das war richtig. Cool. Das ist richtig. Aber die Frage zu leicht, denk nicht, dass es so einfach bleibt. Gut. Frage Nummer 3. Je ein Goomba, Lavablum, Käfer und Buhu
Wie viele Beine ergibt das insgesamt? Guck mal, haben zwei Beine. Lava Blub, weiß ich nicht, gar keine Beine. Käfer, vier? Buhu, haben keine Beine, das ist sechs? Ich weiß es nicht genau. Aber es war richtig. Cool. Das ist richtig. Man fragt zu leicht, denkt nicht, dass es so einfach bleibt. Es bleibt einfach. Wir fangen gerade erst an. Bereit für Frage 4. Dann schnell. Wo befand sich das Diamantene Sternjuwel? What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Meint ihr damit das Blaue? Logas Bau. Keine Ahnung. Ich hab's geraten. Das war richtig! Das ist richtig! Aber hüte dich, die nächste Frage wird unglaublich schwer. Also gut, Frage 5. Wer war der erste Champion in der Arena von Falkenheim? Oh mein Gott, das ist wirklich leicht. Dark Toaster. Jupp. Oh Gott, deine Fragen sind so lächerlich, mein Freund. Das ist korrekt. Du hast 5 Fragen korrekt beantwortet. Der Sieg ist dein. Dann gib mir endlich den Liftschlüssel, Rekelhafter. Verflucht, wie konnte ich nur verlieren? Es ist unerträglich. Hier dein Preis. Ha! Und ich hatte den Liftschlüssel. Gut, Leute, wir sehen uns bei dem Lift. Bis gleich. Und nun können wir endlich mit dem coolen Lift fahren. Oh yeah! Liftschlüssel. Let's go! Ich habe das Gefühl, dass der Boss auch schon bald kommt. Untergeschoss 3. Aber das ist irgendwie voll die Dungeon. Jetzt sind wir in der Erde des Mondes. So, sind wir ja richtig? Oh mein Gott, ganz viele Gegner. Ganz viele reguläre Gegner, die eigentlich nichts drauf haben. Ich habe schnell das Team gewechselt, weil ich unbedingt mit Gonzales kämpfen will, weil er der coolste ist und er ist blau. Und blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja? Okay, spielen wir Snake. Und Gonzales stirbt die ganze Zeit. KP-Schlürfer. Cool. Weg mit dem Source Tonic. Ich brauche das nicht. Verschwinde. Nein! Mein Kraftpunch! Mein Kraftpunch! Und das ist ausgerechnet. Oh mein Gott, wie unfair. Jetzt bekomme ich meinen Kraftwunsch nie wieder. Das ist ausgerechnet auf dem Feld, wo ich nicht rauf kann. Ey, das ist so gemein. So gemein. So. Mit dem Pfad folgen. Immer dem Pfad folgen. Was zur... Ey, das war doch richtig. Das ist so lame. So, diesmal werde ich es schaffen. Nach dem Ereignis hier werde ich, schneiden. Denn ich habe heute genug aufgenommen, denke ich mal. So. Ah, ich kann mir ungefähr denken, wie der Weg ist. Naja, aber nur ungefähr. Er ist doch anders, als ich dachte. So. Was zum... Zurück? Willst du mich irgendwie verarschen? Was zur Hölle? What the fuck? Ja, genau. Gehen wir spazieren. Einfach so durch den Raum, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Ich hätte eigentlich schon da sein können, aber nein... Gleich sind wir da. Gleich sind wir endlich da. Gott, wenn ich hier sterbe, dann muss ich alles... Was heißt sterbe? Wenn ich hier... was zum... Boah, das war verwirrend. So, und damit hätten wir endlich... eine Schlüsselkarte, die wir unbedingt brauchen. Für irgendwas. Keine Ahnung. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss. Und im nächsten Part geht's weiter. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Ciao. Meine Frage für heute wäre, welches Wario-Spiel findet ihr am besten? Bis zum nächsten Mal. Ciao.